andere Tiertrophäen bringen eine Menge Geld auf den Markt. Hier, 100 Goldmünzen für dein Wissen, Tiere auszunehmen. Danke. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen willst. Ja. Die Fliege hat am Rücken eine weiche Stelle. Wenn du dort mit der Hand gegendrückst, fährt der Stachel sehr weit aus. Und du kannst ihn mit dem Messer abtrennen. Genau. Ziemlich weitläufig, euer Land hier oben. Ist ganz nett. Aber wenn du durch den Pass da hinten gehst, dann wirst du das nicht mehr denken. Wenn dich dieser kleine Landstrich hier schon beeindruckt, dann wird es das Minental dahinter erst recht. Aber reicht doch schon. Was muss ich über das Minental wissen? Keine Ahnung. Ich habe nur einmal einen flüchtigen Blick über das Tal geworfen. Sah ziemlich gefährlich aus. Am besten, du entfernst dich nicht allzu weit von den Trampelpfaden, wenn du durch den Pass dort hinten gehst. Entweder du nimmst den Weg durch die große Schlucht oder den Weg über die Steinbrücke. Der ist kürzer und ungefährlicher. Jetzt, da die Orks überall herumstreuen, sollte man sich schon ein wenig vorsehen. Ich will dich ja nicht zur Kräuterhexe schleppen müssen. Kräuterhexe? Ihr Name ist Sagitta. Ja, das wissen wir schon. Gut, der hat uns das Geheimnis verraten. Wie man über ins Minental kommt. Was hängst du jetzt so? Wahnsinn. Weil man kann ja Anfang von Kapitel 2 geht man ja darüber. Ist ein Hauptbestandteil der Story, dass man darüber geht. Und da hast du keine Chance, wenn du durch... Ja, du könntest durch Sprinten mit einem Trank der Geschwindigkeit, dann würdest du den normalen Weg auch gehen können. Aber ohne einen Trank der Geschwindigkeit brauchst du definitiv... Brauchst du definitiv den Geheimgang, sonst wirst du sterben. Gnadenlos. So, Kräuter sammeln, Gegner töten. Warum erlege ich sie nicht wieder mit dem Bogen? Naja. Da ist nichts zu holen. Blödheit wahrscheinlich. Blödheit. Da oben müssten noch Keiler sein. Ein oder zwei. Einer. Ah, mit Bogen tue ich ihn jetzt schon fast one-hitten. Ich glaube, ich sollte mir schnell den Ulbenbogen holen. Ich glaube, das wäre vorteilhaft. So, ein Skavanger. Du triffst ja echt gut, ne? Aus der Entfernung würde sogar ich treffen, obwohl ich noch nie einen Bogen in der Hand hatte. Ja, ich hatte schon mal einen Bogen in der Hand. Aber gut, gezielt habe ich auch nicht wirklich. Oh, ich habe ganz schön lange nicht mehr gespeichert. Ich sollte auf jeden Fall wieder konzentrierter spielen. Treffen mich die Gegner nicht so oft. Konzentration ist das Wichtigste, zumindest bei mir. Deswegen bin ich auch immer recht ruhig in den Kämpfen, weil ich wirklich schaue, wann drückst du was.
Ja, der Kampf war zum Beispiel total scheiße. Das Problem ist, Lurker haben eine verdammt große Reichweite. Die haben echt eine sehr große Reichweite und eine sehr bescheuerte Bewegungsablauf, den habe ich bisher heute noch nicht so richtig gecheckt. Okay, mal schauen, ob ich den Kampf jetzt überhaupt schaffe. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Leben. Was habe ich gesagt? Gut, ich habe mich verdrückt. Das muss man auch dazu sagen. Ja, mit der Waffe ist es schon sehr bequem. Wenn ich dann den Degen denke, wobei umso schlechter das Equipment ist, umso besser spielt man. Ist wirklich so. Da strengt man sich mehr an und ist wirklich besser. Ah, so war das. Jetzt weiß ich's wieder. Bei den Lurker muss man warten, bevor man den zweiten Angriff macht. Es gibt für jeden Gegner eine Strategie, wie man ihn recht leicht fertig machen kann. Später beim Bogen und nicht mehr. Ich rede jetzt von Nahkampf. Gut, ich habe ja alles aufgeräumt mit einmal heilen, das sollte eigentlich reichen. Nichts zu holen. So. Blutfliegenstachel entnehmen habe ich deswegen gelernt, weil ich glaube, später braucht man das sogar für eine Quest. Außerdem hatte ich einen einzigen Lernpunkt übrig, mit dem kann ich wirklich nichts anfangen. So, ich werde später erst mit Benga sprechen, weil ich sowieso nochmal zu dem zurück muss. Also, braucht jetzt nicht denken, warum redet er nicht mit dem? Gut, hier gibt's nichts. Ich habe jetzt dieses Kreuz, das müsste eigentlich das letzte Kreuz gewesen sein. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, das hast du. Genau, das hatten wir schon. Dann habe ich quasi eine Runde gedreht. Und kann dann gleich zu Rosi, zu Greg und dann gehen wir mal zu den Söldnern. Ich glaube, ich werde jetzt auch in Zukunft öfters schlafen gehen. Damit wir nicht so viele Nachtaufnahmen haben, weil die Nachtaufnahmen sollen wirklich zu dunkel sein. Ich habe mir das mal angeschaut, man erkennt wirklich nicht so viel. Ich werde schauen, dass ich es vermeiden kann.
Also hier gibt, müsste es eine geben, die verkauft Sachen. Hey. Alles klar bei dir? Ach ja, geht so. Mir tut das Kreuz weh von der ganzen Schufterei. Was machst du hier? Kommt selten vor, dass ich hier Besuch bekomme. Normalerweise sind es immer irgendwelche Halsabschneider aus den Bergen oder diese schrecklichen Milizsoldaten aus der Stadt. Die suchen unseren Hof in letzter Zeit immer häufiger heim. Aber du siehst mir nicht aus, als ob du einer von ihnen wärst, oder? Was machst du hier? Das frage ich mich auch die letzten Jahre. Mein Mann Sekop hatte sich mittlerweile mit jedem in der Umgebung verscherzt. Überall hat er Schulden. Deswegen stiehlt er das Gut aus Onas Beständen und verkauft es an die Stadt. Mit diesen miesen Geschäften hat er sich schon ein Vermögen ergaunert. Außerdem schleift er unsere Feldarbeiter, bis ihnen das Kreuz bricht. Er wird von seinen eigenen Leuten nur noch Menschenschinder genannt. Besonders stolz ist man darauf nicht, die Frau von Sekop zu sein. Das kannst du mir glauben. Manchmal wünsche ich mir die Barriere zurück. Willst du etwas zu essen kaufen? Oder vielleicht etwas für die Jagd in den Wäldern? Barriere? Na, diese Kuppel, die damals das alte Minental umschlossen hat. Viele Bauern und Arbeiter, die sich damals eines Verbrechens schuldig gemacht haben, wurden kurzerhand hineingeworfen und kamen danach nie wieder. Warum greift euch die Miliz auf den Höfen an? Weil niemand da ist, der sie daran hindert, uns Bauern einfach zu überfallen, statt uns unsere Waren abzukaufen. Der König ist weit weg und wir müssen uns eben damit abfinden, unter Ona zu arbeiten und zu hoffen, dass Ona uns zur Seite steht, wenn's brennt. Wie sieht die Hilfe von Ona aus? Manchmal werden wir vorgewarnt, wenn wieder einige der Milizen auf eigene Rechnung hierher kommen, um sich an uns zu bereichern. Dann wird jemand zum alten Großbauern geschickt, um ihn um Hilfe zu bitten. Dann dauert's meist nicht lange, bis die Söldner, die er dafür bezahlt, hier sind und die Milizen verjagen. Aber unterm Strich sind die Söldner auch nicht viel besser. Bist du jemals bei der Barriere gewesen? Nein, wir haben immer nur davon gehört. Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, kann dir sicherlich mehr darüber erzählen. Sein Hof befindet sich ganz in der Nähe des Passes zum Minental. Ja, ich weiß, wie ich zu Bengas hochkomme. Halt. Pass auf dich. So, ich muss jetzt hier nämlich speichern, weil die hat auch was im Inventar, was sie sich anlegt, wenn man es kauft, wenn man es nicht kauft. Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Vielleicht haben sie das auch gefixt, das bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber der Ulmbogen ist auf jeden Fall besser und deswegen ziehe ich den Ulmbogen an. Kann sein, dass ich den Knochenbogen anlegt, bin ich mir nicht sicher. Ist mir auch relativ. So, dann lass uns die restlichen Feldräume mal umnieten. Deswegen greife ich die einfach nicht mit dem Bogen an. Ich treffe nicht. Treffe nicht und ich schaffe sie nicht mit One-Hit. Wenn man sie mit One-Hit schaffen würde, wäre es wieder was anderes. Dann wäre das Treffen auch nicht so dramatisch, weil einer erreichen würde. So geht das. Da kann man doch schon mal zwei killen. Ich kill jetzt noch die zwei.